Hallo zusammen, neues Video heute von mir. Wichtig wäre mir in den letzten Videos, das, was ich so alles erzählt habe und gesagt habe, das klingt so alles so hochintellektuell, philosophisch, so schwierig. Und mir geht es eigentlich prinzipiell nur darum, eine andere Sichtweise auf das Thema vegan zu lenken, weil vegan sein heißt für mich eben nicht nur einfach seine Essgewohnheiten umstellen, sondern für mich geht mit dem Vegansein einiges mehr einher. Das wollte ich einfach ein bisschen näher bringen. Ihr müsst jetzt nicht zwingend rumlaufen und an euch arbeiten ständig und so weiter. Wäre natürlich schön, wenn ihr das tun würdet. Wäre schön, wenn das jeder tun würde, nicht nur Veganer. Aber für mich beinhaltet Vegansein eben auch das an sich arbeiten, seine Welt aufräumen, dafür zu sorgen, dass es in seiner Welt korrekt läuft, so dass man vielleicht eine Wirkung nach außen einfach hat und andere sich in dem Sinne angesteckt fühlen oder sagen, hey, scheint ja ganz gut zu funktionieren, wie läuft es bei dem, könnte ich das vielleicht auch machen, sieht ja immer glücklich aus irgendwie. Sowas in der Richtung einfach. Also ich wollte einfach nur eine andere Sichtweise auf das Thema vegan bringen. Das ist nicht dramatisch, wenn ihr vegan werden wollt, dann macht das einfach. Informiert euch ein bisschen, stellt eure Ernährung um, das sind die ersten Schritte, die ihr gehen müsst. Mehr ist es auch nicht. Das Einzige, was ihr zu tun habt, ist, euch mit drei großen Themen meiner Meinung nach auseinanderzusetzen. Das erste große Thema ist praktisch die Nahrungsbeschaffung, die Nahrungsmittelbeschaffung. Obst, Gemüse und so weiter kriegt ihr meistens überall. Gibt es eigentlich fast überall, bei uns in Deutschland zumindest. Haken ist, ich wohne jetzt eher in einer etwas kleineren Stadt, die eher sehr konservativ ist. Und als wir angefangen haben, oder als ich angefangen habe, vor 2,5 Jahren vegan zu leben, gab es hier echt fast nichts. Also war ganz schwierig, vegane Sachen hier zu kriegen. Ich musste viel im Internet bestellen und mich da ausrüsten. In der Zwischenzeit ist es wirklich so, wir haben in der Zwischenzeit Aufstriche, Aufschnitte, wir haben veganen Käse, wir haben Backmischungen, wir haben alles Mögliche hier. Es gibt sogar Schokolade, vegane, nicht viel, aber ein bisschen was. Wir haben sogar vegane Weißwürste. Also man muss dankbar sein für die Kleinigkeiten im Leben, aber wenn man hier sowas wie Seitan sucht oder Eiersatz oder so, ist man hoffnungslos verloren. Gibt es hier einfach nicht, muss man trotzdem weiter bestellen. In Großstädten seid ihr da schon glücklicher dran, weil da gibt es alles. Also wir waren neulich wo und ja, man fühlt sich halt wie so im Schlaraffenland irgendwie, wie man, wenn man in so einen Bio-Supermarkt reinkommt, in einen richtigen Bio-Supermarkt. Ich meine, wir haben hier wenn er noch ein bisschen wächst und erwachsen wird, dann haben wir auch einen großen Bio-Supermarkt. Also, nee, aber wenn man dann da reinkommt und dann hat man so eine Vielzahl von Dingen, die man einfach alle mitnehmen will. Und man nimmt halt dann doch nicht alle mit, weil man sich denkt, ja, ich krieg sie ja nicht gleich wieder, wenn ich sie will. Ist halt so ein bisschen das Problem am Veganismus. Also gerade wenn man nicht in einer Großstadt wohnt, sondern eher im ländlichen Bereich oder in kleineren Städten, dass man da eben an alles rankommt, muss man sich halt im Internet bestellen, informieren. Man kann gut auf Höfe außenrum gehen, man kann gerade im Sommer auf Felder gehen, oder auf Obstplantagen und da Früchte pflücken oder selber sammeln und so weiter und so fort, ist immer eine gute Sache. Der zweite Punkt an der ganzen Geschichte ist diese Ausgrenzung, die man erfährt, wenn man dann endlich sagt, okay, ich bin vegan, ich mache das jetzt oder ich versuche das. Gerade im Verwandten-, Freundeskreis, je nachdem, wie der sich zusammensetzt, habt ihr da echt einen schweren Stand. Das schreckt manchmal ab, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Also wer mich nicht so akzeptieren kann, wie ich bin und nicht das unterstützen kann, wie ich bin, er muss ja nicht selber so leben, weiß ich nicht, was er da in dem Kreis verloren hat irgendwie. Also ich gebe da nicht viel drauf, mir ist es völlig egal, um ehrlich zu sein, aber das ist halt für manche anderen dann doch ein Problem, weil er sehr sozialisiert ist, sage ich es mal so, und sich sehr abhängig macht davon, was andere von ihm denken, dass das durchaus ein Problem sein kann. Und der dritte und letzte Punkt, der es schwierig macht, die Nahrungsaufnahme hatten wir schon. Und der ganze restliche Teil irgendwie, das sind diese ganzen Idioten, mit denen man sich tagtäglich rumschlagen muss. Entschuldigung, anders gesagt, also es gibt wirklich sehr, sehr nette und viele Menschen auch, die sich dafür wirklich interessieren. Mit denen kann man auch konstruktiv diskutieren über dieses Thema. Die hören auch einem zu, die können auch mal von ihrer Meinung abweichen. Oder ich sag mal, haben da einen offeneren Zugang zu. Es gibt aber auch den Großteil der Leute, die das einfach nicht können.
die plappern irgendeinen Mist daher, den sie irgendwie im Fernsehen oder in Zeitungen oder was weiß ich wo aufgeschnappt haben und projizieren das dann nur, um dich irgendwie herauszufordern oder dich zu ärgern oder so zu tun, als wären sie informiert. Dabei haben sie sich noch nicht mal 5 Minuten mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich hatte erst ein Gespräch mit jemandem, diese Frau sagte mir, ja, aber schau mal, du bist auch nicht perfekt und so und vegan leben und Nährstoffe und ja, nur wegen den Tieren, ja und, nee, du hast es doch die letzten 30 Jahre auch gegessen, so in der Art und so weiter. Ich habe sie daraufhin nur angeschaut und habe gesagt, ja, da hast du recht. Ich glaube, ich gehe jetzt einen Hund schlagen und die Katze anzünden. Hab mich umgedreht und bin gegangen. Seitdem sprechen wir über dieses Thema eigentlich nicht mehr. Ja, das soll es für das Erste von mir gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Kleiner Tipp für alle Sport-, Krafttrainings-, treibenden Fanatiker. Ich hätte noch Captain Charisma im Angebot. Ist bei mir auf angesagte Kanäle verlinkt. Gerne anschauen, gerne liken. Wünsche euch noch einen schönen Tag, macht was draus und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Danke fürs Zuhören, bis neulich.